Landwirtschaftskammer ist in einer guten Zusammenarbeit mit den Biologen auf der einen Seite und mit der Administration auf der anderen Seite. Und wir helfen mit, die dazu notwendigen Förderprogramme weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch in der Umsetzung mit den Landwirten so abzuwickeln, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Das aktuelle LIFE-Projekt zum Schutz der Großtrappe ist für uns in Österreich deswegen wichtig, weil es auf sehr gute Kontinuität angelegt ist und wir in unserer Kulturlandschaft tatsächlich einen echten, merkbaren Schutzerfolg feststellen können. Und weil wir diese kontinuierliche Schutzarbeit gerne unterstützen, sind wir sehr froh über dieses LIFE-Projekt. Das ist anders aufgestellt als andere, die oft sehr kurzfristig angelegt sind, bald wieder zu Ende gehen. Dieses Projekt kann tatsächlich eine Population im Aufbau schützen. Die Trappe ist ein langlebiger Vogel und daher ist es auch sehr notwendig, diesen Schutz so aufzubauen, dass eine nachhaltige Wirkung möglich ist. Ich habe noch vor der Zeit des Trappenschutzes Trappen in der bäuerlichen Agrarlandschaft erlebt. Ich habe sie noch erlebt, als ich als Bub das erste Mal pflügen durfte. Und da hat es sie auch in unserer Ortschaft noch gegeben. Ich bin persönlich berührt gewesen, als ich sehen musste, dass es diesen wunderbaren Vogel nicht mehr gibt. Und ich freue mich heute, dass wir wieder Plätze haben, wo wir wissen, dass wir sie in ihrer natürlichen Umgebung so beobachten können, wie sie von der Schöpfung in die Landschaft gesetzt wurden. Bei uns in Österreich gibt es ja nicht wirklich so viele Trappenschützer. Und der Rabe ist okay, der Kirchberger Kurt Lahn, mit der anderen ist ganz leibend, ja. Wir haben bei uns ein Umweltprogramm für die Landwirtschaft etabliert. Dieses Umweltprogramm baut natürlich auf den Ressourcen der EU und der Republik und des Bundeslandes auf. Es wird gemeinsam finanziert, wird von uns mit den Landwirten diskutiert, umgesetzt und mit der Betreuung der Biologen auch weiterentwickelt. Hier wirkt Administration, Finanzierung, die EU und die Wissenschaft zusammen und die Landwirte sind stolz darauf, dass sie etwas Ordentliches auf ihren Flächen machen können. Das Programm zum Schutz der Großtrappe ist eines, das in Wirklichkeit unter dem Schutz des Jagdverbandes, der Jäger, unter dem Schutz der Landwirtschaftskammer, der Funktionäre genauso wie der Bauern und natürlich der landesberufenen Naturschutzstellen steht und das auch vom Ministerium gut verstanden wird. Und wir wissen heute, dass auch Brüssel sehr gut versteht, worum es geht, weil eben die Menschen, die dann kommen und die Trappe erleben, sehen, dass das ganze Programm nicht Papier und Geld ist, sondern Leben und Wirklichkeit. Das LIFE-Projekt ist ein Projekt der Europäischen Kommission im Naturschutz, das zu den besseren Projekten gehört. Und wir finden es daher auch richtig und angemessen, dass ein gutes Projekt von der Kommission nachhaltig unterstützt wird. Wir sind stolz darauf, dass die österreichischen Trappenschutzprojekte zu den besten Europas gehören.